An Abi Umama, radiyallahu anhu anda. Haben wir ihn schon kennengelernt? Wir haben ihn schon kennengelernt. Anna Rasulallah, sallallahu alaihi wa sallam, qal, man kharaja min beytihi mutatahira ila salatin maktubatin faajruhu kaajril hajjil muhrim. Die Überlieferung ist in Sahih al-Targhib und sie ist von Al-Bayhaqi und Al-Qurtubi, rahimullah ta'ala. Die Überlieferung ist nach Sheikh al-Albani Hassan. Wer gereinigt aus seinem Haus herausgeht, was heißt gereinigt? Mit Wudu. Er hat die Gebetswaschung vollzogen. Und er hat nur ein Ziel, in die Moschee zu gehen, um was zu machen? Das Pflichtgebet zu beten. So wird Allah ihm den Lohn geben von einem, der bei der Hajj war. Der was? Bei der Hajj war. Und nicht nur bei der Hajj war, der im Ihram-Zustand ist. Ihr wisst, liebe Geschwister, man nennt das Weihezustand in der deutschen Sprache. Was hat der Mann an in dieser Zeit? Nur zwei Tücher. In diesem Ihram-Zustand sind bestimmte Dinge verboten, die normalerweise für dich erlaubt sind. Weil das ein ganz besonderer Zustand ist. Diesen Zustand schreibt Allah Azza wa Jalla dir als Lohn. Warum? Weil du nur zur Moschee gegangen bist, gereinigt, um dein Pflichtgebet zu beten. Das heißt, du kannst am Tag 5-mal die Hajj machen. Bei den Hajjpreisen lohnt es sich. سبحان الله بكرة وأصيلا.